Davor auch eben Ferrari, ne? Ich würde sagen, eher so ein, naja, ich will jetzt keine abwertenden Worte finden. Ja, es geht nochmal um die Sicherheit von Ferrari-Fahrzeugen. Also, da war ja der Unfall auf Sardinien, ne? Mit dem Ehepaar, was ja, ja, gestorben ist beim Unfall und unfassbar, was da passiert ist. Ja, also was auf jeden Fall war, dass der, glaube ich, der Lamborghini-Fahrer noch auf der anderen Spur mit war und der Ferrari dann den Lamborghini getatscht hatte. Und dadurch ins Straucheln kam, beziehungsweise auch das Wohnmobil, was da fuhr. Also ganz böser Unfall und meiner Meinung nach auch völlig unnötig. Also hat auch einer meiner Kommentatoren geschrieben, Kommentatoren, nicht Dementoren, Kommentatoren, dass dieser Unfall in Italien absolut unnötig war. Genau. Ja, was soll man machen? Also ich würde immer empfehlen, dass dann auch noch mal bei den Fahrzeugen, bei den Herstellern geguckt wird, bei Ferrari selbst, was kann ein Ferrari noch sicherer machen, dass der Ferrari nun nicht da reingefahren wird, wäre. Ob es da irgendwelche Sensoren gibt, ob ein Alarm kommt vorher, bevor er reinfährt, dass er noch mal schnell bremsen kann, oder ob das Auto schon selber sagt, so ein Limit da drin hat und selber schon runterregelt, dass er nicht da reinfährt. Das wäre jetzt meine Frage und an Ferrari und ja, würde ich sehr, sehr schön finden, wenn das noch mal ja besprochen wird innerhalb der Firma. Ja, was soll man sonst machen? Ja, genau. Da muss ich jetzt leider abbrechen. Heute ist Welthundetag übrigens.